das gegönnt oder haben Weihrauchfest oder was immer genommen und das bestätigt, sondern sie haben ihm eigentlich auch mal etwas Schwierigkeiten gemacht. Wieder spricht man vom Übergangskanzler. Die Regierungsbildung verläuft zäh. Erhard ist krank und unentschlossen. Mit Kritikern aus der Union will er nicht am Kabinettstisch sitzen. Und da habe ich gesagt, Herr Bundeskanzler, das wird nicht gut gehen. Da kann der beste Fraktionsvorsitzende versuchen, das zu halten, es wird nicht gut gehen. Er hat mir gesagt, aber Barzel, ich kann doch nur meine Freunde im Kabinett haben. Erstens einmal sagt man so etwas nicht, selbst wenn man es meint. Zweitens, wenn man es nicht durchsetzen kann, sagt man es zweimal nicht. Und drittens, in der Politik gibt es das nicht. Parteifreunde. Minister Krone schreibt in sein Tagebuch. Die Kritik wächst und die Enttäuschung. Weiß Erhard über sich Bescheid? Der Kanzler wird zur Karikatur. Ein Gummilöwe. Führungsschwach. Barock. Erhard meint es ehrlich mit uns. Und er meint es gut. Erhard träumt von der formierten Gesellschaft. Weniger Einfluss für Parteien und Verbände, mehr Harmonie. Sozialromantisch und missverständlich. Die formierte Gesellschaft konnte von denen, die es böse mit Erhard meinten, im Handumdrehen in die uniformierte Gesellschaft verwandelt werden. Erhard spart, wo immer er kann. Wo immer er kann. Und er predigt Maß halten. Die Überflussgesellschaft hört's nicht gern. Wir unternehmen immer wieder den törichten Versuch, mehr ausgeben, mehr verbrauchen zu wollen, als unsere Wirtschaft insgesamt zu erarbeiten vermag. Es passte nicht zu ihm. Es gehörte schon zur Krisenstimmung seines Untergangs. Denn er war ja der Kanzler, der nicht zum Maßhalten, sondern zum Konsumieren aufforderte. Erhard ist zu gut für sein Amt. Das Gespenst der Wirtschaftskrise geht um. Für die Deutschen damals etwas Neues. Die Kumpel fürchten um ihren Job. Der Kanzler scheint ohne Konzept. Das hat Folgen. Die Wahl in Nordrhein-Westfalen geht verloren. Damals schrieben Zeitungen, die Lokomotive ist in Stottern geraten. Manche schrieben sogar, die Lokomotive ist vor den Zaun gefahren. Er konnte mit dem Phänomen, dass er nicht mehr als Allheiler auftreten konnte, nicht fertig werden. Und er hat infolgedessen auch alles unterlassen, was ihn vielleicht hätte retten können. Auch auf seiner letzten Reise zum großen Bruder nach Amerika. Ein Bittgang, der zur Blamage wird. Amerika soll Schulden stunden. Doch Erhards Freund, Präsident Johnson, will jeden Cent. Und Erhard hat grausig darauf geantwortet. Er hat sich gewunden und gequält. Und ich habe mich noch mehr gewunden und gequält, denn in jedem Satz fehlte typischerweise das Tätigkeitswort. Showprogramm auf Cape Kennedy. Erhard ist wie immer zuversichtlich. Doch Johnson steht selbst unter Druck. Der Krieg in Vietnam. Johnson war wirklich brutal. Erhard bettelte geradezu. Nein, du schuldest uns Geld. Nach dem Treffen war Erhard einer der traurigsten Menschen, die ich je gesehen habe. Auch Botschafter McGee setzt Erhard zu. Es war so schlimm, dass ich zum ersten und einzigen Mal in meiner ganzen Dolmetscherlaufbahn aus dieser Funktion heraustrat. Es hielt mich nicht mehr. Ich habe den McGee angeherrscht. Is making best efforts, does making best efforts mean to overthrow one's own government? Mit anderen Worten heißt das etwa, muss das so weit gehen, dass man sich selber stürzt? Das wollen andere für ihn erledigen. Während Erhard in Amerika untergeht, reist Fraktionschef Barzel zu Adenauer nach Cadenabia. Wohin mit dem Kanzler? Adenauer hat schon einen Favoriten. Er schreibt an mich, also Erhard ist nicht mehr zu halten, das geht nicht mehr. Er habe sich ursprünglich für Gerstenmeier verwandt, das ging aber auch nicht mehr. Hier ist der Brief nicht. Brüllendorf, 9. Oktober 66.
lieber Basel und so weiter, und da schließt dann eben, ich möchte, dass Sie Bundeskanzler werden, nicht wahr? Adenauer war jeder recht, der Erhard ablösen konnte. Und wenn er das zu Basel gesagt hat, das ist so viel wert, wie wenn ich Ihnen jetzt 5 Mark für 5 Euro gebe. Endzeitstimmung. In der Fraktion der CDU-CSU gärt es. Die Zeit der Heldenverehrung ist längst vorbei. Viele wollen einen neuen Kanzler. In den personellen Dingen hat die Fraktion dem zugestimmt. Doch keiner will es sagen. Der Fraktionsvorstand erklärt hat, er hatte erklärt, Erhard ist und bleibt Kanzler. Erhard ist unser Kanzler, Erhard bleibt unser Kanzler. Solche Sprüche haben ja in der Tat den Charakter von Todesurteilen. In Erhards Haushalt fehlen 4 Milliarden. Doch die FDP sagt Nein zu höheren Steuern. Ihre Minister treten zurück. Die Koalition platzt. Wir haben ja diese Koalition nur vordergründig aufgelöst, also für jeden erkennbar, weil mit der CDU gemeinsam unter Erhard die Koalition nicht fortzusetzen war, auch nicht erfolgreich fortgesetzt werden konnte. Wir teilten die Meinung der CDU, dass ja Erhard der ungeeignete Kanzler war, diese Koalition zu einem Erfolg zu führen. Kanzler auf Abruf und noch immer Optimist. Und ich möchte Ihnen zurufen, seien Sie genauso standhaft, seien Sie genauso fest und werden Sie nicht irre an sich selbst. Danke Ihnen. Er will nicht weg. Wohin auch? Er stand am Abgrund in Panik. Er wollte wieder runterspringen, das wollte er mit Sicherheit nicht. Aber er konnte auch sich nichts ausdenken, um einen erneuten Start möglich zu machen. Ich weiß um meine Position als Bundeskanzler. Ich weiß um das Grundgesetz. Und Sie werden mich nicht davon entfernen können. Es wird einsam um den Volkskanzler. Lethargie, Flucht vor der Wirklichkeit. Noch immer 16 Zigarren am Tag. Er trank ja gern Whisky, on the rocks, das hat er in Amerika kennen und schätzen gelernt. Aber es war zu sehen, dass er, um sich zu beruhigen oder um sich Mut zu machen, ich weiß es nicht jedenfalls, ziemliche Mengen Whisky bei diesen letzten Sitzungen, bei diesen letzten Gesprächen zu sich nahm. Und es wurde auch gemunkelt, dass ihm die Zeitungen nur noch in Ausschnitten zugänglich gemacht wurden. Und immer wieder das Todesurteil. Wir haben einen vom Deutschen Bundestag gewählten Bundeskanzler und er bleibt Bundeskanzler. Und dann haben wir halt in der Führung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zusammengesessen. Und dann fiel mir die schwere Aufgabe zu, dem Bundeskanzler zu sein. Der Bundeskanzler, es geht nicht mehr. Rainer Barzel. Er hat selbst Ambitionen auf den Kanzlerstuhl. Zeitungen machen auch ihn für Erhards Sturz verantwortlich. CSU-Chef Strauß will die harte Lösung. Er sei in Erhard schon immer den Übergangskanzler. Adenauer hat es schon immer gesagt, Erhard ist kein Politiker. Sein Kommentar, Hauptsache einer ist weg. Regieren und die Macht erhalten, er hat es nie verstanden. Ein Mann, der eine visionäre Kraft hatte, um zu sagen, Freiheit setzt Kräfte frei und macht Menschen glücklich. Das ist nicht derselbe Mann, der einer trickreichen politischen Intrige etwa gewachsen wäre. Ein bitteres Ende, ein absehbarer Sturz. Als Kanzler zu schwach. Er hat keine Studien besucht. Das hat er nie gemacht. Es ist uns gesagt worden, meiner Schwester und mir, dass sowas dazugehört in einer Demokratie. Also schon vorher, schon ganz grundsätzlich. Und dass man so ein Amt gegebenenfalls auch verliert oder räumen muss oder wie auch immer. Ludwig Erhard wollte mit Gemüt regieren, nicht mit Macht. Er stand sich selbst im Weg. Ich habe von ihm nichts gehört. Wir haben uns weiter unterhalten natürlich. Vorwürfe schon gar nicht. Er hat mir mal gesagt, Basel,
Also das war wahrscheinlich nicht meine beste Zeit. Ein großer Wirtschaftsminister. Als Kanzler gescheitert. Wenn Erhard nicht Kanzler geworden wäre, wäre der Mythos Erhard genauso stark und nicht vermehrt um die Erkenntnis, dass jemand ein unbeschreiblich guter, erfolgreicher Wirtschaftsminister sein kann, ohne doch wirklich an dem politischen Geschäft gewachsen zu sein.